Unser kürzlich gesendetes Video zum Thema Stealthing ist bei euch auf große Resonanz gestoßen. Es ging ja dabei um das Thema, dass ein Mann während des Geschlechtsverkehrs sein Kondom abzieht und man sich die Frage stellt, ist das eine Vergewaltigung oder ein sexueller Übergriff? Und von euch kam dann, von vielen von euch, die Frage, wenn das so beim Mann beurteilt wird, wie sieht es denn dann aus, wenn eine Frau mit einem Mann Geschlechtsverkehr hat, ihm sagt, sie würde die Pille nehmen und doch keine Pille nimmt. Ist das vielleicht auch eine Straftat der Frau? Und wie sieht es mit Schadenersatzansprüchen aus, wenn dabei dann ein Kind herauskommt? Wir klären es in diesem Video. Das wird spannend. WBS hat ein interessantes Video gemacht. Ich finde es interessant, weil ich denke mir, und das sage ich als Mulle, dass man vor Gericht der Frau viele Rechte vermacht. Natürlich sind wir gleichgestellt, Frau und Mann, natürlich, natürlich. Will auch keiner was sagen. Ich denke mir aber, dass rein rechtlich es ja auch nochmal eine Entscheidungsfindung von einem Richter ist. Und ich glaube, dass man der Frau aufgrund ihrer Fräulichkeit und vielleicht auch Zierlichkeit, und es ist halt ein Mann, der ist potenziell immer Täter und Frau ist potenziell Opfer, dass man da vielleicht mal ein Auge zutut, wenn es eine Frau ist, die halt böse, böse Sachen gemacht hat, weil es gab Gründe bestimmt. Und da denke ich, ist es manchmal ein bisschen unfair gegenüber Männern, weil das kann durchaus schwierig sein. Aber ich bin gespannt, wie das auf einer rechtlichen Perspektive ist. Das wird uns unser Anwalt sagen. Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und ja, wir hören auf euch. Wenn ihr eine Frage immer und immer wieder stellt unter den Videos, dann greifen wir die auf, recherchieren die und beantworten die. Vielleicht könnt ihr im Gegenzug dann ein Abo dalassen als kleines Dankeschön dafür, dass wir hinhören und gucken, was euch so bedrückt und interessiert. Und aktuell hat euch eine Sache interessiert, nämlich das Thema Stealthing. Ich hatte das dargelegt, hier in dem Video seht ihr das nochmal, das Stealthing vom Kammergericht in Berlin als sexueller Übergriff nach § 177 Strafgesetzbuch anerkannt bzw. ausgeurteilt worden ist, aber eben nicht als Vergewaltigung. Warum es keine Vergewaltigung ist, habe ich alles dargelegt, dass man das auch anders sehen kann und dass das Kammergericht Berlin das nur für diesen speziellen Fall gesagt hat, wo es den Polizisten gab mit der Polizeianwärterin. Und das ist tatsächlich auch eine interessante Geschichte. Ich finde es auch sehr interessant, unabhängig von diesem Fall jetzt, generell auch zum Thema Abtreibung, weil die Frau hat ja im Prinzip das, der Mann hat im Grunde kein Mitspracherecht, was eine Abtreibung anbelangt. Die Frau hat das alleinige Recht zu entscheiden, ob sie eine Abtreibung macht oder nicht. Und wenn sie sich nicht dazu entscheidet, aus verschiedenen Gründen, hat der Mann nichts zu sagen, außer dass er später Unterhalt zahlen muss, wenn er kann. Finde ich interessant, muss ich sagen, weil ich bin da ein bisschen gleichberechtigter unterwegs. Ich denke mir, dass der Mann in Anbetracht dessen, dass er auch der Vater, der potenzielle Vater ist, vielleicht auch mal was zu sagen hat und vielleicht sollte man das in puncto dessen auch durchaus mal zu der Debatte stellen, darüber diskutieren und abwägen, was am besten ist. Aber gut. Also das war ja das perfekte Beispiel. Wo war das letzte Mal? War das bei Leroy oder so? Dieses Mädel mit 14, das partout unbedingt, das Kind wollte, ich verlinke euch das gleich, die wollte unbedingt das Kind haben, die war 14 oder so, irgendwie sowas. Und ja, oder 13, keine Ahnung, jedenfalls jung. Und hat sich von dem Typen auch getrennt, hat von der Mutter quasi suggeriert bekommen, du kriegst das Kind, weil eine Abtreibung ist ja Mord. Und im Prinzip hat sich langfristig gesehen die Mutter drum gekümmert. Das Kind hat die Mutter als Mutter angesehen, so würde ich das interpretieren. Und sie hat dann ihre Tätigkeiten weitergemacht. Die Mutter hat aufgehört zu arbeiten, der Vater ist weiter arbeiten gegangen, hat sie finanziert. Der leibliche Vater des Kindes hat sich da abgeseilt, musste aber trotzdem Unterhalt zahlen, weil er wollte das Kind nicht. Hat partout gesagt, ich verlasse dich, wenn du das
Kind behalten möchtest, weil ich möchte das nicht. Ja, hat sie nicht ganz verstanden. Hat gedacht, er kommt nochmal rübergehuscht, ich weiß es nicht. Daraufhin, sie ist aus einer eher betuchten Familie gewesen, konnte man dort anhand des Hauses sehen. Und dass sie halt ein Pferd hat und sich drum kümmert und hat regelmäßig die Zeit dafür hat, zum Pferdi zu gehen. Und die Mama, also die Omi, kümmert sich um das Kind. Also es schien, ja, eine Übereinkunft zu sein, wo ich mir denke, boah. Also, und Schule ist für sie ein Akta gelegt. Also, ganz schwierige Geschichte. Muss sie halt nachträglich machen. Sie hat zwar die ganze Verantwortung im Prinzip auf die Oma gelassen. Damit hat sie nichts zu tun. Das Kind ist jetzt nicht ihres, sondern das der Mutter. Im Prinzip. Also gut, es ist eine ganz verquere Geschichte. Um mal auf den Punkt zu kommen, ich finde es immer sehr schwierig zum Thema Abtreibung, weil ich verstehe, es ist dein Bäuchlein als Frau und du möchtest auch für deinen Körper eine Entscheidung fällen können. Gleichzeitig würde ich sagen, dass es aber Sinn macht bei einer Beziehung, wo es unerwünscht plötzlich zur Schwangerschaft kommt, dass man drüber redet. Weil es die Beziehung wirklich irreparabel schädigen kann, wenn dieser Vertrauensbruch entsteht, dass man der Person nicht zugesteht, auch eine Mitverantwortung innerhalb dieser Beziehung zu führen. Also gänzlich alleine alles zu bewerkstelligen und zu entscheiden, beinhaltet eine Art von Beziehungsdynamik, die falsch funktioniert. Da ist schon irgendwas von vornherein nicht gegeben, was nicht so richtig läuft. Schwierig. Ja, komm, rechtlich weiter. Jetzt habe ich allerdings die Frage von euch bekommen, wie sieht es denn dann aus bei einer Pille, die die Frau nicht nimmt? Ist das dann nicht ganz genauso eine sexueller Übergriff nach 177 Strafgesetzbuch oder eine Vergewaltigung? Ja, da könnte man zunächst mal denken, das ist ja völlig abwegig. Was hat das damit zu tun? Ist ja was ganz anderes. Aber dazu müssen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz zurückerinnern. Was hat das Kammergericht gesagt? Das Kammergericht hat gesagt, dieser 177 Strafgesetzbuch, der schützt nicht nur die Entscheidung darüber, ob der Geschlechtsverkehr stattfinden soll, sondern er schützt auch die Entscheidung darüber, unter welchen Voraussetzungen, also mit und oder ohne Kondom, der Geschlechtsverkehr stattfinden soll. Naja, und so ganz dumm ist das natürlich nicht. Man ist sich einig, man will Geschlechtsverkehr haben, aber nur unter der Voraussetzung, die Frau nimmt die Pille. Denn auch beim Stealthing hat ja das Kammergericht Berlin gesagt, ja, was möchte man verhindern? Man möchte unter anderem, also man möchte diesen Geschlechtsverkehr nur in dieser Form haben, damit nachher unter anderem keine Geschlechtskrankheiten und keine Kinder rauskommen. Das Geschlechtskrankheitenthema habt ihr bei der Pille jetzt nicht so sehr im Vordergrund stehen. Die kann natürlich trotzdem übertragen werden, wenn die Frau die Pille nimmt. Aber das Kinderthema natürlich schon. Und dann lässt sich vielleicht schon argumentieren, dass man den Geschlechtsverkehr nur unter der Voraussetzung durchführen wollte, dass die Frau die Pille nimmt. Und dann könnte es tatsächlich schon auch als Straftat gesehen werden, wenn die Frau das Ganze dann anders macht, etwa weil sie ein Kind nachher haben will. Andererseits muss man sagen, was die Sexualhandlung an sich betrifft, und jetzt nicht die ganzen Folgen, die hinten dran hängen, was die Handlung an sich betrifft, ist die ja in vollem Einverständnis erfolgt. Also Geschlechtsverkehr ohne Kondom. Diese Handlung ist so abgesprochen. Und wenn man jetzt argumentiert, der 177 Strafgesetzbuch stellt auf die eigentliche Handlung ab und wie die stattfindet, erstens ob, klar, und zweitens wie die Handlung stattfinden soll, dann kann man sagen, die Straftat selbst ist nicht verwirklicht worden. Fasst man die Handlung ein bisschen weiter, auch mit den Konsequenzen, könnte man schon in den Anwendungsbereich reinkommen. Wenn ihr mich fragt und man guckt nur auf diese Handlung, würde ich sagen, eher kein sexueller Übergriff der Frau, wenn die Handlung zwar so durchgeführt wird, wie man das will, aber eben ohne, dass die Frau die Pille nimmt. Was meine Argumentation vielleicht auch ein bisschen stützen könnte, ist, dass der Bundesgerichtshof den Sachverhalt auch schon einmal beurteilen musste, allerdings nicht auf strafrechtlicher Basis, sondern auf zivilrechtlicher Basis. Denn schon im Jahre 1986, also in den 80er Jahren hat ein Mann versucht, eine Frau auf Schadenersatz zu verklagen, die ihm vorgegaukelt hat, sie nehme die Pille,
diese Pille dann aber doch nicht genommen hat. Und dann kam ein Kind dabei raus. Sie wollte auch das Kind von dem Mann haben. Also ganz kurz zum Sachverhalt, was da passiert ist. BGH hat 86 über diesen Pillenfall entschieden und der ist auch heute noch gültig. Deswegen präsentiere ich ihn euch. Es sind keine alten Kamellen, die jetzt hier 34 Jahre alt sind. Nein, die gelten immer noch so. Mann und Frau haben eine Beziehung. Sie sagen, sie wollen keine Kinder. Und die Frau sagt, alles gleich, nehmen die Antibabypille. Nach 3 Jahren überlegt sich die Frau das einseitig zugegebenermaßen anders und setzt die Pille ab, teilt das ihrem Lebensgefährten aber nicht mit. Dann erfährt er von der Schwangerschaft, was passiert, das Verhältnis zerbricht. Das Kind war ja in dem Sinne nicht gewollt und als nicht ehelicher Vater wird der Mann festgestellt und ist zum Kindesunterhalt entsprechend verpflichtet. Jetzt was auch ziemlich schwierig ist, weil du könntest einen Vater irgendwie andrehen und den als Vater eintragen und rein theoretisch könnte ich damit gut fahren, wenn ich als Mulle sag, ich möchte keinen Vaterschaftstest, das genehmige ich bei meinem Kind nicht, weil das könnte mein Kind verletzen, bla bla bla, ich fühle mich schlecht behandelt bei sowas. Wie kann denn mir sowas unterstellen? Also ich könnte das jetzt alles da rumschwurbeln und ich könnte sogar damit durchkommen, dass ich die das Recht habe zu sagen, ich möchte keinen Vaterschaftstest und die Person, ob sie der Vater ist oder nicht, muss Unterhalt zahlen, weil ich die als Vater eingetragen habe. Ich finde das, ja, schwierig. Also ironisch, aufgrund der Gleichberechtigung sehr ironisch, aber schwierig. Kommt er auf die Idee und sagt, ah, dann ist ja der Unterhalt, den ich zahlen muss als Vater, ein Schaden. Und mit meiner früheren Freundin hatte ich doch einen Vertrag. Nämlich den Vertrag, dass wir nur miteinander schlafen, wenn sie auch wirklich die Pille nimmt. Also habe ich einen sogenannten vertraglichen Schadenersatzanspruch und die Unterhaltsansprüche muss ich nicht als Vater zahlen, sondern kann die Mutter auch noch obendrauf zahlen. Und da hat der Bundesgerichtshof schon damals gesagt, naja, wenn zwei Leute Sex miteinander haben, wollen sie miteinander schlafen und wenn sie dann sagen, ja, wir nehmen Verhütungsmittel, dann ist ja aber die Frage, wollen die diese Absprache auch mit einem sogenannten rechtlichen Bindungswillen schließen? Und da sagt der Bundesgerichtshof, es liegt der allgemeinen Vorstellung im Volke fern, dass Partner ihre persönlichen intimen Beziehungen zum Gegenstand vertraglicher Bindungen machen wollen. Ja, also erstens, man kann schon nicht davon ausgehen, dass sie das wirklich wollten, hier einen Deal schließen. Jo, und wenn das nicht klappt mit der Pille, haftest du. Also das liegt dem allgemeinen Interessen fern, sagt der Bundesgerichtshof. Das ist eine Wertung, kann man auch anders sehen, aber so werten es die höchsten deutschen Zivilrichter in Karlsruhe. Und dann sagen sie noch etwas. Wenn es um den engsten persönlichen Freiheitsbereich geht, wie jetzt hier diesen Sexualverkehr, ist er einer rechtsgeschäftlichen Regelung nicht zugänglich. Also auch dieser engste persönliche Freiheitsbereich, auch der Gebrauch empfängnisverhütender Mittel, sodass auch da kein vertraglicher Schadenersatzanspruch hergeleitet werden kann. Das finde ich schon interessant, weil man sich natürlich auch fragen kann, so ganz kann man jetzt auch nicht sagen, dieser intimste Bereich wird gar nicht geregelt. Im Rahmen der Prostitution gibt es ja letztlich auch Verträge, die geschlossen werden. Also insofern müsste man schon mal schauen, wie sieht das da aus. Aber ich glaube, es würde ähnlich abgewickelt werden. Also auch wenn eine Prostituierte ein Kind kriegt, seid ihr zum Unterhalt natürlich verpflichtet. Das ist auch klar. Wer der Vater ist zum Unterhalt verpflichtet, egal wie das Kind zustande gekommen ist. Aber jetzt zu dem Fall zurück. Die Bundesrichter beim Bundesgerichtshof sagen, zur personalen Würde und zum Persönlichkeitsrecht von Partnern, die miteinander Geschlechtsverkehr haben, gehört es sich immer wieder neu und frei für ein Kind entscheiden zu können. Sie müssen daher in ihrer Entscheidung, ob sie zur Vermeidung einer Schwangerschaft empfängnisverhütende Mittel gebrauchen, frei bleiben. Also jedes Mal aufs Neue muss man entscheiden, wollen wir jetzt hier, wenn wir miteinander schlafen, ein Kind zeugen oder nicht. So sieht's der. Es wird spannend, wenn du jedes Mal vorher sagst, by the way, ich nehme die Pille, damit wir keine Kinder haben. Gut, weil ich möchte keine Kinder. Es ist gut, wenn man das immer wieder selbst sagen muss, bei jeder Scheiße, die man da so macht. Also, ja. Also, Vertrag, könnte ich dich direkt das schriftlich festlegen für immer? Als pauschal oder so? Naja, gut.
Bundesgerichtshof. Und da sagen die, diese Entscheidungsfreiheit betrifft den engsten Kern ihrer Persönlichkeit und ihre Entfaltung in der Selbstbestimmung. Ja, also insofern sagen, komm, schließen Sie daraus, Sie begründen das, die Richter begründen das noch länger, kommt kein wirksamer Vertrag da zustande über die Einnahme von den empfängnisverhütenden Mitteln. Und weil kein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist, gibt es auch keinen vertraglichen Schadenersatzanspruch. Das muss man wissen. Es gibt vertragliche Schadenersatzansprüche. Das ist ein Schadenersatzanspruch. Man hat was vereinbart und man hat es nicht. Was für mich ein Fazit ist, dass du unter Umständen als Mann einfach Pech gehabt hast. Wenn die Pille von der Frau abgesetzt wird, weil die schwanger werden will, und du das nicht wolltest und du hast dich natürlich nicht abgesichert, weil du nicht jedes Mal gefragt hast, weil wer fragt bei jeder Scheiße nach, und ihr das nicht verschriftlicht habt, weil wer würde das machen in der Beziehung, dann kann das eine ziemlich krude Sache werden. Weil die Mulle kann dich da ziemlich in die Scheiße reiten. Wenn man will. Also, ja, ein bisschen Sadismus muss dabei sein, aber das ist krass. Gehalten, dann gibt es daraus einen Schadenersatzanspruch. Vertraglich, nein. Dann gibt es noch eine zweite Sorte von Schadenersatzansprüchen, das sind die sogenannten deliktischen Schadenersatzansprüche. Habe ich keinen Vertrag mit irgendjemandem, aber ich habe ihm mal was. Ja, das wird spannend. Kaputt gemacht. Ganz einfach gesagt. Und jetzt kann man sagen, die Frau hat dem Mann was kaputt gemacht, nämlich er hat jetzt plötzlich einen Schaden, weil sie ihm Kind dahingesetzt hat. Ganz brutal gesagt, muss er jetzt dafür unterzahlen, das ist sein Schaden. Sie hat ihm was kaputt gemacht, ohne Vertrag, einfach mal so. Ja. Und da sagt der Bundesgerichtshof, ob man tatsächlich hier auch einen deliktischen Schadenersatz annehmen kann, also ohne Vertrag. Da sagen die Jungs beim BGH, der Intimbereich zweier volljähriger Partner, die beim freiwilligen Geschlechtsverkehr nicht nur ihr sexuelles Bedürfnis befriedigen, sondern das Entstehen von Leben verantworten, unterliegt im Falle der Geburt eines Kindes grundsätzlich auch dann nicht dem zivilrechtlichen Deliktsrecht, wenn der eine Partner dabei den anderen über die Anwendung von empfängnisverhütenden Maßnahmen getäuscht hat. Also, ganz klare Meinung vom Bundesgerichtshof. Hier steht das Wohl des Kindes im Vordergrund. Das ist genau die Wertung, die 1986 vom BGH hier ausgesprochen worden ist. Die haben sich nämlich überlegt, was passiert denn eigentlich? Wer kriegt am Ende den Schaden, wenn der Vater des Kindesunterhalt nicht zahlen muss? Die Mutter hatte das Geld sowieso nicht. Ja, sprich, Vater sagt, ich muss zwar eigentlich dem Kind es zahlen, will es von der Mutter erstattet bekommen und dann hat die Mutter es nicht und kann das Kind nicht ordentlich großziehen. Ja, das Problem ist aber, dass das Kind mit Sicherheit nicht den gesamten Unterhalt bekommt. Weil es ist ein Kind, die Mutter wird das Geld für sich verwenden und nicht davon abgrenzen, was sie gerade für sich geholt hat und was sie für das Kind geholt hat. Das kann sie nicht, weil das wird sie nicht hauswirtschaften und ihn dann bestätigen mit Bons. Also erzähl mir nicht, dass eine Frau das machen wird. Keiner von denen wird das so verschriftlichen und verhauslichen, dass du einen Kassenbon ständig oder sagen wir mal für einen Monat den Papa in die Hand drücken kannst. Du, ich habe darauf geachtet, dass das Geld von dir nur für das Kind ist. Also das wird keine machen. Das heißt, sie wird das für sich benutzen. Finde ich schwierig. Aus einer moralischen Perspektive, ich verstehe das Rechtliche. Ja gut, ist man halt gearscht, wenn man Pech hatte. Da kannst du leider nichts machen. Aber ich finde es aus einer moralischen Perspektive ein bisschen schwierig. Aber ich denke mir, durch die rechtliche Perspektive ist die Frau in gewisser Weise verschont und bevorzugt. Und das ist tatsächlich schwierig, aus einer moralischen Perspektive, wie gesagt. Für meine moralische Perspektive. Ja, ich verstehe auch warum, weil, ja klar, Frauenbewegung, blablablub. Kann auch gut sein, dass sich die Gesetze halt gebildet haben, weil die Frau benachteiligt worden ist. Und da wollte man ihr natürlich rein rechtlich die Rechte geben, dass sie halt das Problem nicht hat. Gut, in Zeiten der Gleichstellung ist das allerdings ein bisschen schwierig, weil wir reden hier von gleichberechtigten Partnern, wo wir eigentlich nicht die Probleme haben sollten. Finde ich schwierig. Und dann hat sozusagen der BGH hier wertend, auch ein bisschen wertend gesagt, das Kind müsste
unter den Schadenersatzansprüchen des Vaters leiden. Das Kind wuchs unter der Mutter aus. Es würde zwar das Geld vom Vater sicherlich bekommen, der könnte nur Regress bei der Mutter nehmen, wenn sie das so entschieden hätten, aber die Mutter hätte dann ja kein Geld mehr für andere Dinge. Und dann würde das Kind wieder leiden. Und diese Rechtsprechung hat eine Auswirkung bis heute. Ja, und insofern kann man sagen, jeder, der als Vater festgestellt wird, muss also erstmal der Regel nach zahlen. Es ist egal, ob eure Frau euch betuppt hat, ob eine Prostituierte euch betuppt hat und einfach dann die Pille weggelassen hat. Erst einmal müsst. Ja, vor allem Dingen, sobald du als Vater eingetragen bist, so wie ich das verstanden habe. Unabhängig davon, ob du wirklich der Vater bist, weil das muss man ja auch mit dem Vaterschaftstest erstmal klären. Und das muss die Mutter halt auch akzeptieren und erlauben. Schwierig. Weil dann kannst du jedem Dude die Sache in die Hand drücken. Du kannst ziemlich viel böse Sachen damit machen. Wenn man nur will. Und wenn man Frauen kennt, dann wenn sie die Ader haben, dann geht es meistens auf einer Beziehungsebene. Da das ist das Erste, was gemacht wird. Ja. Da sehe ich auch viel Spaß mit toxischen Mullen. Also da muss man noch ein bisschen aufpassen. Und du kannst dich halt als dahingehend nur schützen, wenn du halt bei jeder Mulle ein Kondom trägst. So grundsätzlich. Unabhängig davon, was die will oder nicht. Weil sonst kannst du das einfach nicht gewährleisten. Als Mann. Also, es sei denn, du vertraust erstmal der Frau. Das ist so die Voraussetzung, dass sie das auch einhält. Ja, schwierig. Müsst ihr zahlen, weil ihr Väter seid. Und da sagt, da fand ich die Worte eigentlich ganz gut, man entscheidet hier jedes Mal, wenn man miteinander schläft, über Leben, über das Entstehen eines neuen Lebens. Und da hat man eine Verantwortung für, sagt der Bundesgerichtshof. Insofern meine Wertung zu eurer Frage, also der Anti-Baby-Pillen-Fall des BGH spricht schon dafür, dass, wenn schon zivilrechtlich nichts dran ist und man sagt, ja, er muss zahlen, das war ja alles einvernehmlich, dann wird, wenn man diese Wertung überträgt ins Strafrecht, wird da nichts dran sein. Also kann man da wahrscheinlich sagen, naja, das Ob und das Wie des Sexualverkehrs war erst einmal in der Sekunde einvernehmlich und die Folgen müssen ausgeklammert werden. Ich sage, man kann das auch anders sehen. Diskutiert es in den Kommentaren und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, falls ihr neu hier seid. Alle anderen haben ja in der Regel oder oft schon ein Abo. Und dann seid ihr auch beim nächsten Mal dabei. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Das ist ja ein Thema, was man wirklich kontrovers diskutieren kann. Habt ihr ja auch schon gemacht zum Stealthing, zum letzten Video, was ich dazu gemacht habe. Das zeige ich euch hier nochmal. Wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr einfach hier weiterklicken und seht es dann dort. Euch recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Würde mich extrem freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Tschüss und bis dahin. You win! Oh.